Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2 und ich danke euch schon dafür, dass wir es anschauen und wir gehen jetzt mal zu Galileo. Nee, was laber ich da? Leonardo, Leonardo da Vinci Leonardo. natürlich, ich darf es, Alter. Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. Alles klar. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das bedeutet? Wir fahren jetzt nach Venedig. In die Berge. Nach Montericino wollen wir zuerst mal, wir wollen erstmal in die Villa. Wir gehen erstmal in die Villa, heben das Geld ab und stecken es dann wieder in die Stadt rein. Weil in Montericino, da waren wir schon lange nicht mehr. Deshalb gehen wir dahin, bevor wir nochmal ein weites Stück nach, genau, 17.148 in der Truhe der Villa. Bevor wir nämlich nach, Venedig gehen, also Venezia, werden wir erst nach Montericino zu unserer kleinen Villa und werden dort mal wieder die Stadt aufbessern. So, flitzen wir da erstmal hin. Steigen wir mal auf ein Pferd auf. Auf geht's nach Montericino. Das möchte ich. So, kurze Ladesequenz überstanden. Jetzt geht's direkt zur Villa. Wir haben hier wieder schlechtes Wetter in Montorigioni. What the fuck? Hat gerade kurz gehängt. Okay, alles klar. Ich gedacht, PS3 hat sich gerade kurz aufgehängt. Hat es aber nicht. Und es geht direkt in die Villa. In die Heimat. Salute, Claudia. Willst du das Buch sehen? Ah ja, klar. Bis bald, Ezio. Ja. Willst du das Buch sehen? Buongiorno. Salute, Ezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja.
So, das machen wir noch. Das machen wir noch. So, dann wird die Stadt mal ein bisschen wieder aufgebessert. Unter die Journals wert plus 15.000. Ach, ich glaube es. So. Jetzt geht's ab auf nach Venedig. So, da aufsteigen. Dann markieren wir uns Venedig. Ab nach Florenz und Florenz aus dann nach Venedig. Da freue ich mich schon drauf. Venedig ist der schönste Teil von Assassin's Creed, finde ich. Und das wird cool dort. Das wird echt cool dort. So, ab nach Venedig. In die Berge reisen, na claro. Kurze Zwischensequenz und dann geht es direkt weiter. Ah. Ezio, so ein Glück. Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert hat, aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Ja, der Flughund, den lernen wir noch. Leonardos Kutsche nach Venedig fahren. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich!
versuchen raufzuklettern. Wirf sie wieder ab! Ezio, jemand ist oben drauf. Fahr in die Kurven, um ihn abzuwerfen. Ezio, pass auf, hinter dir! Tu irgendwas! Oh, nice. Was eine Kutschfahrt, Digga. Oh, shit. Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Oh, fuck. Halt dich gut fest. Das wird ein bisschen hart. Oh shit. Oh shit, nice. Oh shit, nice. Shit. Oh. Alter, diese Kutschfahrt, asozial geil, Alter. Genau das liebe ich an Assassin's Creed. Das ist schon auch schon mit einer der besten Teile von Assassin's Creed. Also das finde ich. Also von Assassin's Creed 2 jetzt, das ist mit einer der geilsten Teile, finde ich. Persönlich. Das muss jeder für sich entscheiden. Oh fuck, ich kann da nicht ausweichen. Oh fuck. Shit. Oh, nice. Sie wollen mich. Richtig. Ich treffe dich später wieder. Oh, nice. Ich sehe ihn. Lazio. Kommt in seinen toten Winkel. So, jetzt gibt's auf die Fresse. Bam. Oh shit. Oh shit. Alter. Thank you.
shit, oh shit. Oh shit. Alter, wieso? Ich defende, Digga. Ich defende. Ne. Ne, ne, ne. Den hat's erwischt. Romagna-Ausflug geschafft. Rennen freigeschaltet. Was eine geile Action, Digga. Oh mein Gott, ist das geil. Oh nice. Oh nice. Das ist richtig nice. So, kurze Ladezeit und dann geht's direkt weiter. So, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube, wir sind schon im Vorort von Venedig. Kann das sein? Nein, aber wir sind hier. Okay. Oh shit. Flori sind wir. Forli, Entschuldigung, Forli. Assassinengrab. Okay, hier ist der Missionspunkt. Ja. Das heißt, der nächste Part wird dann im Schnelldurchlauf folgen mit dem Aussichtsturm erobern. Wir machen aber an dieser Stelle hier eine Pause. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, Leute. Euer MH26005. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal eine Bewertung da. Macht's gut.